Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir gucken uns heute mal die neue Version von Wondershare Filmora an. Die Version 14, die wieder mit einigen Neuerungen daherkommt. Noch mehr KI als bei den bisherigen Versionen, wo ich euch ja teilweise schon Details zu gezeigt habe. Ihr seht hier auch alles, was neu noch hinzugekommen ist. Also es sind wirklich diverse Features dabei, die euch das ganze Thema erleichtern. Also zum einen Videoverbesserungen. Wir haben aber auch eine KI-Farbpalette, wo ihr einfach ein Farbschema, ein Loot übertragen könnt sozusagen. All das wirklich super easy und super einfach in einer Software, mit der auch Leute klarkommen, die halt eben vorher nicht 4 Monate lang Film und Schnitt und so weiter und so fort studiert haben. Also all das auf der relativ einfachen Variante. Wir gucken uns heute mal ein paar Highlights an. Viel Spaß mit dem Video. So, nächstes Thema ist das Thema Farbpalette. Und grundsätzlich kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit Videoschnittprogrammen arbeitet, das Thema Loot, also sprich vordefinierte Farben. Hier nochmal viel einfacher gedacht sozusagen, denn ihr könnt über die KI-Farbpalette einfach aus einem bestehenden Video oder aus einer bestehenden Farbkombination sozusagen, könnt ihr diese auf andere Teile eures Videos übertragen. Und das zeugt natürlich davon, dass ihr relativ einfach von einem Beispielvideo oder auch von Abschnitten aus eurem bisherigen Video diese Farbeinstellungen auf andere Teile übertragen könnt. Und zwar einfach, indem ihr hier euch mit der Vorschau so ein bisschen abgleicht, wie das Ganze dann nachher aussieht. Und ich zeige euch mal ein Extrembeispiel in Anführungsstrichen, denn hier ist ja so ein gewisser Rotstich mit drin. Das übernimmt er dann auch nach rechts, wollen wir natürlich nicht, also deswegen nur als Beispiel gedacht. Aber wenn ihr dann quasi hier wieder drauf geht, wird es jetzt ein bisschen mehr in diesen gräulichen Stich. Und wenn ihr dann wieder auf einen normalen Vergleichsteil geht, der dem entspricht, was ihr auch haben möchtet, dann geht das Ganze auch wieder in diesen normalen Farbverlauf zurück. Und das geht natürlich nicht nur innerhalb eines Videos, sondern auch mit anderen Videos. Ihr könnt das Ganze dann einfach übernehmen und schon habt ihr die entsprechenden Farbverläufe für eure anderen Teile des Videos auch entsprechend angepasst. Kommen wir nun zu einem meiner persönlichen Highlights und das ist das Erstellen von Soundeffekten mit KI. Das findet ihr oben unter dem Musik-Button sozusagen und da habe ich hier schon 2 Beispiele mal erstellt. Ihr könnt ja mal reinhören und ich hoffe, man erkennt, was es ist. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es da oben auch steht. Ihr könnt aber natürlich auch irgendetwas anderes generieren. Und das ist halt etwas, was ich persönlich richtig cool finde. Weil wenn man nicht unbedingt A, lizenztechnische Gründe, B, nicht immer genau das Geräusch hat, was man braucht, auch wenn manche Programme natürlich was mitliefern, man braucht immer irgendwas anderes, ja, dann kann man das hier einfach generieren lassen. Und das geht auch super schnell. Ihr seht es hier, es dauert zwar ein paar Sekunden, aber es dauert halt nicht ewig. Und danach kommt was raus, was aus meiner Sicht dem schon sehr, sehr nahe kommt, was ich persönlich mir dann auch unter dem eingegebenen Stichwort sozusagen vorstelle. Und das macht es natürlich wirklich spannend und ich zeige euch jetzt mal die 3 Beispiele, die hier rausgekommen sind. Da sollte also für jeden was dabei sein. So, und was wir jetzt gerade gemacht haben für Soundeffekte, geht natürlich auch für Musik. Also ihr könnt euch hier theoretisch nach euren Stichworten sozusagen Musikelemente generieren lassen. Aber das ist tatsächlich eigentlich nicht das, was ich euch zeigen möchte. Denn ich möchte euch zeigen, dass hier auch die Möglichkeit besteht, das Video zu analysieren und aus dieser Analyse heraus dann wiederum eine Hintergrundmusik für das ganze Video zu generieren. Das ist natürlich ein cooles Feature, denn dann braucht ihr nicht selber überlegen, welche Musik würde jetzt im Hintergrund passen. Natürlich geht das Ganze immer auf das ganze Video, also man muss da schon auch noch mal ein bisschen nachschneiden, aber vom Grundsatz her guckt sich die KI hier dann an, was für Bewegungen und so weiter in dem Video sind und ermittelt auf der Basis dann, wie könnte eine Hintergrundmusik zu den entsprechenden Punkten in eurem Video aussehen. Das ist aus meiner Sicht halt ein richtig cooles Feature, weil, wie gesagt, ihr spart euch die Zeit, da selber was rauszusuchen, ihr müsst euch nicht um die Lizenzen Gedanken machen, die sind nach meinem Kenntnisstand hiermit abgedeckt. Also insofern, das ist schon richtig cool. Es dauert seine Zeit, weil halt eben natürlich jetzt das ganze Video erstmal analysiert wird nach schnellen Bewegungen, nach schnellen Abläufen und so weiter und so fort, um dann die Zeit bzw. die Musik entsprechend adaptieren zu können. Ich finde es ein super cooles Feature.
Dauert, wie gesagt, eine Zeit. Ihr seht jetzt ja hier, und ich spule jetzt gleich schon mal vor, damit es ein bisschen schneller geht. Aber es dauert halt eben seine Zeit. Aber weil halt eben auch alles einmal durchanalysiert wird. Und danach kommt was raus, was nach meinem persönlichen Empfinden sicherlich nicht in jedem Moment des Clips passt. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt immer so ein paar Punkte, wo die KI an ihre Grenzen gerät. Aber vom Grundsatz her kann man damit super weiterarbeiten. Und ich glaube, das ist die Kernaussage letzten Endes auch dahinter, dass man eigentlich sagen muss, man kann ohne Probleme daraus dann im weiteren Schnitt sich noch Elemente rausnehmen und die halt dann auch verwenden. Und jetzt seht ihr hier, wir sind jetzt an einem Zielpunkt sozusagen fast schon angekommen. Ein paar Sekunden dauert es noch. Und dann spiele ich euch einfach mal so ein paar Beispiele vor. Natürlich ist noch meine Stimme mit drin. Die ziehe ich dann gleich in der Lautstärke mal ein bisschen runter, damit ihr besser die Hintergrundmusik hört. Aber wie gesagt, vom Grundsatz her aus meiner Sicht ein richtig cooles Feature, was euch helfen kann oder helfen sollte, da entsprechende Zeit zu gewinnen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was rausgekommen ist. Denn jetzt sollte es jeden Augenblick dann auch verfügbar sein. Und dann würde ich mal sagen, feuerfrei sozusagen, feuerfrei ab jetzt. Gut, dann würde ich sagen, wir packen einmal aus und gucken an, was Samsung so mit reingepackt hat. Hier einmal die Rückseite und die zwei Siegel, die entfernen wir und gucken dann, was hier alles mit drin ist. Und wir sehen, was wir zwei Und vielleicht habt ihr es gesehen, in den Momenten, wo etwas mehr Bewegung drin ist, da geht die Musik dann auch hoch. Also aus meiner Sicht cooles Feature. Nächstes Feature ist die Stimmverbesserung. Und das ist natürlich etwas, wenn ihr dann euren Voice-Over draufgelegt habt oder beziehungsweise schon von vornherein eure Stimme mit reingepackt habt, könnt ihr über diesen Menüpunkt sozusagen im Bereich Audio dann entsprechend eure Stimme noch etwas aufhellen. Und ich werde das jetzt zur Hälfte des Videos, des Kapitels, was wir hier haben, einmal machen. Und ihr könnt ja mal gucken, ob der Anfang sich vom Ende unterscheidet. Und daraus könnt ihr dann auch ablesen, ob das Ganze was geholfen hat. Ich persönlich finde, gerade wenn man Lautstärke und so weiter unterschiedlich hat, gleicht das nochmal schön aus und kann da die Stimme bzw. das Stimmvolumen so ein kleines bisschen nochmal besser darstellen, als wenn ihr es ohne macht. Ist aber jetzt nicht mein persönliches Highlight von den Features hier, sondern wäre jetzt für mich eher was, wo man sagt, okay, da kann man, wenn man da nicht selber nochmal ran will, kann man da aber mit relativ wenig Aufwand auch nochmal was aus seiner Stimme, und das ist ja ein entscheidender Teil in den meisten Videos, kann man da halt entsprechend nochmal was rausholen. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit den Audio-Themen, die hier im Bereich KI mitgeliefert werden, die ich euch zeigen wollte. Jetzt kommen wir nochmal zu einer optischen Funktion sozusagen, also auf der Videoebene oder auf der Bildebene, muss man vielleicht eher sagen, und das ist das Thema Porträtausschnitt. Jetzt ist es ja so, dass ich in meinen Videos quasi kein Porträt habe, aber das Ganze funktioniert eben auch für Hände jetzt in dem konkreten Fall hier, denn ihr seht, wir haben das Thema jetzt einmal aktiviert, ich muss einmal hier auf den anderen gehen, so dass ihr jetzt hier sehen könnt, dass der Hintergrund halt eben rausgeschnitten wird. Und da könnt ihr jetzt nicht nur andere Effekte drauflegen, sondern ihr könnt jetzt natürlich auch damit quasi im Hintergrund noch andere Dinge darstellen. Ihr seht, dass das ganz gut funktioniert hat. An manchen Stellen, und hier habe ich es euch gerade nochmal gezeigt, funktioniert es dann noch nicht so gut. Da wird sicherlich dann auch in Zukunft noch nachbessert. Ihr könnt dann auch noch nachbearbeiten. Aber im Wesentlichen ist das schon ganz gut, was da abgeliefert wurde. Und ihr seht hier, wie gesagt, nochmal den Unterschied. Die Kanten sind aus meiner Sicht schon recht sauber ausgeschnitten. Also das hat schon gut funktioniert. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da in Zukunft sicherlich auch nochmal nachgearbeitet wird, sodass ihr dann auch die Dinge, die jetzt gerade noch nicht ganz sauber sind, noch sauber rausgearbeitet werden. Ja, damit sind wir durch mit den neuen Funktionen oder beziehungsweise mit den interessantesten Funktionen aus Wondershare Filmora 14. Ihr habt jetzt hier gesehen, dass da diverse Dinge dabei sind, die aus meiner persönlichen Sicht super interessant sind. Gerade die Audio-Features und auch die Verbesserungs-Features, da bin ich persönlich der Meinung, das hilft, Zeit zu sparen, und deswegen bringt es euch am Ende, wenn ihr monetarisiert, auch natürlich Geld. Ansonsten hilft es euch einfach, eure Videos vielleicht noch ein bisschen besser zu machen. Link und Beschreibung und so weiter und so fort findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen zu den einzelnen Themen habt, schreibt mir gerne. Ich habe einiges ausprobiert, kann euch da vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, allgemein zur Software und so weiter und so fort, kann ich euch auch nur die Internetseite empfehlen. Da gibt es durchaus einige Infos auch noch mit dabei. In dem Sinne würde ich sagen, wir sind durch mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und sage am Ende, Alexa, Kamera aus. Okay.